Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Diesen Panzer hatte ich erst vor kurzem im Replay of the Month, aber ich habe, glaube ich, noch eine ganz vernünftige Runde eingeschickt bekommen und dementsprechend zeige ich den VK 4502B einfach nochmal. Weil, was soll's? Ich kann's ja. Und dementsprechend hier Top-Tier mit seinem 9er im 8er, 7er Gefecht. So gut, wie es wohl letztes Mal geworden ist, Los wird's geht's! dieses Mal wohl nicht, aber ich will das Replay nicht schmälern. Auch hier sollte der deutsche Stahl mit Bravour beweisen, was er denn kann. Bin ich selber sehr gespannt drauf. Auf jeden Fall spielt er hier im Zug mit einem anderen E75 und einem Panzer-Eidgenossen, einem anderen VK. Und wahrscheinlich werden sich diese jetzt an den klassischen Heavy Spot da unten bewegen. Würde ich zumindest mit dem Ding machen. Und so sieht es wohl aus. Also die sind schon alle drei Richtungen dahin. Die Geschwindigkeit mit 30 km/h ist nicht unbedingt die größte Stärke des Panzers. Aber auch nicht schlecht. Da vorne ploppt schon der erste Gegner auf, um E50. Der ist da schon und wartet. Und der Waffenträger, Gott sei Dank, kann hier nicht beschießen. M103 auch noch aufgegangen. Arti hält aber jetzt auf den E50. Jedes Team hat eine. Ah, wollte auf die Kommandantenkuppel schießen, aber kam nicht drauf. Nun vielleicht der erste Hit? Nein, noch nicht ganz. Aber sie stehen da alle Spalier. Die Arti könnte da auch sogar vielleicht treffen. Also ich denke, der nächste Arti-Schuss wird irgendwo für Unruhe sorgen. Kommandantenkuppel, oh, das hat aber gerade gepasst von der Neigung und vom Schaden drauf. Ah, und auch hier oben auf dem Deckel, sehr schön. Und jetzt nimmt die Arti auch den E50 raus. Tiger. Er hat hier immer wenig Handlungsmöglichkeit, also. Aber er nutzt sie aus. Da unten kommen jetzt schon die nächsten. KV-13 kommt da an. Aber der Gegner hier, sich mit VKs auf so einen, ja, auf so einen Kampf einzulassen, ob das so clever ist, weiß ich nicht. Jetzt kommen sie auf jeden Fall mal langsam rum. Weil unten die Gegner rumgedrückt haben. Der wurde aber gleich von den anderen Kompagnons hier aufgehalten. Und dementsprechend ist dieser Angriff, den sie hier starten wollten, schon fast wieder abgeblasen. Auf jeden Fall, da hat er im 103 keine Lust mehr. Und jetzt drückt er vor. Der Tiger trifft ihn hier. Ja, mittig auf die obere Frontplatte einfach mal drauf. Warum auch nicht? Und nochmal durch. Also der Tiger, der leidet ganz schön unter ihm. Ah, 110er prallt ab, Tiger prallt jetzt auch, aber jetzt wird es zunehmend schwerer gerade für sie. Tiger weg. Sechs steht es hier in dem Fall. Der VK, der andere von seinem Platoon, der drückt jetzt ein bisschen hier vor, weil er noch mehr HP hat. Und er nimmt den jetzt raus. Oh, dicker Hit vom Waffenträger.
Die hat doch ganz schön was gekostet. Jetzt prallt er nochmal ab an ihm. Gott sei Dank, muss man ja sagen. Weil noch ein Hit, das könnte dann schon der letzte für ihn sein. Die Arti nimmt wiederum die andere Arti raus. Und scheinbar will er jetzt sich dann nicht großartig lang in der, im Richtbereich vom Waffenträger lassen. Deswegen fahrt er jetzt Richtung 110er. Ja, er kommt da nicht ganz rum wegen der Panzer, wegen dem Flugzeug. So, jetzt aber. So geht's mit dem Nachbarn. Bereit zu feuern. Der ging voll durch ihre Panzerung. Jetzt hat er ihn aber einen schönen Hit verpasst. Vielleicht kann er ihn jetzt auch nochmal rammen, weil das tut gerade beim ja, VK doch so ein bisschen weh. In dem Fall zwar nicht so viel, aber es langt, um ihn mit dem nächsten Schuss rausnehmen zu können dadurch. Perfekt. So. 4 Kills hat er. Da hinten ist noch ein Ziel mit 3 HP. Den kriegt er auf jeden Fall wahrscheinlich. Also, Krieger ist noch absolut möglich. Wobei, es steht 10 zu 11. Also, es ist eine enge Geschichte hier im Battle. Oh, ja, sehr schön. MT25 nimmt er da entspannt raus. Jetzt noch einen einzigen und dann ist der Krieger schon im Haus. Ja, leider nur noch 3 Gegner am Start. T54 mit 3 HP bewegt sich da genau in seine Richtung. Auto-Aim und weg mit ihm. Der Waffenträger da hinten. Auf den kommt er leider nicht drauf. Ziel erfasst. Oh, Auto-Aim. Oh, sehr schöner Schuss. Nicht schlecht. Ich weiß zwar nicht, warum er da jetzt geauto-aimt hat. Keine Ahnung. Aber egal. 7. Kill und sogar jetzt noch die Möglichkeit auf die Radley Walters. Hätte ich nicht mehr erwartet, dass da noch was passieren kann in der Richtung. Aber der WZ, der wird da gerade vom 1390 gut behagt. Er fragt, can I? Also auf Deutsch, kann ich. Can I have it, please? Da schießt keiner mehr drauf. Gut, der VK, das ist seiner. Also aus seinem Zug. Der AMX schreibt auch okay. Ja, klar, sehr gut. Das Team hilft ihm da, die Radley Walters zu bekommen. Muss er nur wieder mal zu sichten sein. Und da ist er. Wartet auf sein Schicksal. Und da ist er raus. Man sieht hier schön den Schuss, der daneben gegangen ist. Und ihn wiederum, der den abgesetzt hat. Ja, schöne Runde. Radley Walters, 5800 Schaden, 3750 abgewehrt. VK zeigt mal wieder, was er kann. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Deutschen Stahl und alles andere. Daumen nach oben. Euer Alcaramba.